Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prehistoric Kingdom. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir hier gebaut hatten in Prehistoric Kingdom. Aber wir bauen genau an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Nämlich in unserem Park Jurassic Jungle. Und da befinden wir uns gerade in einem Abschnitt, der Death Trail heißt. Und der Name ist auch so ein bisschen Programm, denn es geht da alles so ein bisschen eher vertrockneter zu und toter zu. Wir haben da unter anderem zum Beispiel schon einen Dinosaurierfriedhof gebaut. Und das nächste Gehege hier hat auch ein Motto. Das kann man, glaube ich, jetzt schon ganz gut erkennen, weil ich das Terraforming jetzt schon für die Hauptattraktion des Geheges fertig habe. Nämlich soll in dem Gehege ein Vulkan sein. Und das ist kein schlafender Vulkan, sondern ist das ein Vulkan, der jetzt gerade am Ausbrechen ist. Es gibt nämlich in Prehistoric Kingdom so Kohledinger, sind das, glaube ich, eigentlich mit Glut, so für Lagerfeuer und sowas. Und die kann man eigentlich ganz gut zweckentfremden, weil die so ein bisschen auch aussehen wie Lava. Also ich finde, das geht auf jeden Fall als Lava durch. Und das Schöne ist ja auch immer, dass man die Größe verändern kann von diesen Sachen. Man kann die ja alles skalieren und so. Und dementsprechend kann man dann auch so riesengroße Lavaflüsse damit bilden. Ich fülle jetzt hier auch einfach den Bereich auf, den ich gerade abgesenkt hatte mit dem Terrain-Tool. Und dann sieht das halt so aus, als wenn die Lava dort so entlang fließt, in verschiedene Richtungen so ein bisschen und sich verteilt. Das Coole ist auch, dass diese, was sind das, Kohledinger oder diese Lavadinger, nenne ich sie jetzt einfach mal, ihr wisst ja, was gemeint ist. Die leuchten halt auch bei Nacht. Das ist da halt auch nochmal sehr, sehr cool. Und jetzt habe ich auch noch so ein paar flache Felsen mit in den Berg hineingearbeitet, damit das ein bisschen interessanter aussieht. Damit noch ein bisschen Bewegung und Lebendigkeit in diese Lava mit reinkommt, habe ich an den ein oder anderen Stellen auch noch so ein Feuer in die Lava platziert. Also ich habe das eigentlich immer so in die Lava gemacht, dass es immer nur ganz leicht so rausflackert. Es waren noch so ganz kleine Flammen nur. Jetzt sieht man das, glaube ich, gerade ganz gut. Ich habe es halt echt immer nur ganz bisschen rausgucken lassen. Dadurch sieht es halt so aus, als wenn das wirklich richtig heiß ist, was darunter fließt. Und ich habe mich dann auch hier gegen diese Brücke entschieden. Ich wollte ja eigentlich da draus ein großes Gehege machen, wo dann die Argentinosaurus von dem Dinosaurierfriedhof auch noch rübergehen können. Aber das hat sowieso nicht geklappt. Also sie sind irgendwie unter der Brücke gar nicht durchgegangen. Deswegen habe ich mich hier letztendlich dazu entschieden, einfach das Ganze zuzumachen und dann zwei separate Gehege zu haben. Dann war es auch ein bisschen leichter hier mit dem Geländer, weil über die Brücke hätte ich das nicht ziehen können. Und so konnte ich halt einfach einen flachen Zaun benutzen. Jetzt habe ich schon mal das Terraforming außenrum gemacht. Alles grob angepinselt. Und dann noch ein bisschen rauer gemacht. Also die Terraforming-Tools in dem Spiel funktionieren schon wirklich sehr, sehr gut. Damit kommt man schnell zu guten Ergebnissen. Und weil ich das noch ein bisschen langweilig fand mit nur einem Lavafluss, habe ich hier nochmal einen zweiten gemacht, der so angefangen nur ist, nicht ganz runterfließt. Und auch an den Seiten so ein paar kleine Brocken, die dann noch so rübergeschwappt sind. Wenn so ein Vulkanausbruch bricht, dann ist da ja auch so ein bisschen Kraft meistens hinter und das spritzt dann ja auch so hoch. Und deswegen habe ich noch an der einen oder anderen Stelle so ein paar kleine Lavabrocken gemacht. Und um die Lava herum habe ich dann auch das Gras weggemacht, weil das ist ja logischerweise verbrannt. Und dann habe ich allgemein auch noch versucht, ein bisschen mit den Terrain-Tools das Ganze so ein bisschen trockener wirken zu lassen. Ich habe gerade dann dieses saftig grüne Gras entfernt und ausgetauscht gegen eins, was nicht ganz so saftig aussieht. Und habe dort dann auch noch mal ein bisschen Erde und so mit reingearbeitet, damit es noch ein bisschen trockener wirkt. Wenn man diese verschiedenen Terrain-Pinsel auch miteinander vermischt, dann sieht das meistens am Ende sehr, sehr gut aus, das Ergebnis. Also man muss da wirklich einfach so ein bisschen diese
Stärke einstellen und dann halt Gras mit ein bisschen Erde vermixen, vielleicht noch so ein bisschen Fels und so mit rein. Und dann kommt man meistens zu sehr guten Ergebnissen. Dann habe ich jetzt an den Rändern auch so ein paar Büsche platziert, da wo es halt noch so ein bisschen grüner sein sollte. Und auch oben auf dem Berg. Sollte halt nicht ganz so trocken sein wie zum Beispiel der Dinosaurierfriedhof, der gegenüber ist. Der war ja komplett trocken. Da gab es ja nur so vertrocknete Gräser und sowas. Und ich habe natürlich auch wieder einen Höhenunterschied eingebaut. Finde ich ja auch immer wichtig. Dadurch wirken die Gehege immer noch mal ein bisschen ja, schöner und aufwendiger. Auch wenn es nur so ein minimaler Höhenunterschied ist, wie ich das jetzt hier zum Beispiel gemacht habe. Ich finde, das macht immer schon viel aus. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch noch mal ein bisschen mit Felsen rumgespielt. Denn da sollte auch noch mal so ein kleiner Hingucker hin. Da habe ich mir überlegt, da mache ich einfach mal so zwei Felsdinger nebeneinander. Und oben drauf auf diese Dinger kommt dann ein umgefallener riesiger Baumstamm. Und dann kommt hier vorne ein Futterspender hin. Da konnte ich komischerweise irgendwie nicht auf Fleisch umstellen, obwohl hier Fleischfresser reinkommen. Keine Ahnung, woran das lag. Ich habe dann hier auch nochmal so eine kleine Brücke gebaut über die Lava. Wobei ich glaube, dass die Dinosaurier später sowieso einfach über die Lava laufen werden. Ob ich das will oder nicht. Ich glaube, das kann man nicht verhindern. Man kann zwar so unsichtbare Barrieren ziehen, aber ich glaube, die Dinosaurier ignorieren ja diese Barrieren und man muss halt schon wirklich ein Objekt davor platzieren, was die daran hindert, da lang zu gehen. Ich hoffe auch irgendwie, dass die da nicht ausbüchsen können aus dem Gehege, aber ich glaube schon. Aber vielleicht muss ich da später noch ein bisschen umbauen oder so. Aber ich baue jetzt halt erstmal immer nur so auf Optik, muss ich sagen. Nicht auf Funktionalität. Als Beispiel nur mein Psittacosaurus-Gehege, was ich, glaube ich, in Folge 1 oder 2 oder so gebaut habe. Ich glaube, Folge 2 war es. Auf jeden Fall, da sind die Dinosaurier auch alle ausgebüxt. Keine Ahnung, wo die jetzt rumlaufen. Die laufen irgendwo auf der Grünfläche von dieser Sandkastenkarte rum. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ich denke mal, mit solchen Sachen werde ich mich später dann auseinandersetzen, wenn dann der finale Schliff vom Park kommt. Vielleicht machen wir es dann gemeinsam im Livestream oder so, das würde ich cool finden. Ich habe mich hier übrigens im Gehege dann auch noch für einige Redwood-Trees entschieden. Die fand ich sehr cool im Zusammenhang mit dieser Lava. Die habe ich auch alle einzeln platziert, wie ihr sehen könnt. Da war ich mit dem Pinseltool irgendwie nicht ganz zufrieden. Das habe ich am Anfang auch ausprobiert. Aber so ist halt cooler, weil man die dann besser markieren kann, gruppieren kann und dann auch die Größen anpassen kann. Und man kann dann ja auch einfach sich so kleine Gruppen schnappen und diese kopieren. Dann geht das auch echt schnell. Und natürlich durfte beim Vulkan oben auch kein Rauch fehlen. Den habe ich dort auch rein platziert. Und jetzt ging es auch noch ein bisschen darum, diesen Übergang zu verdecken. Zwischen den hellen Felsen und dann diesem dunklen Vulkanfels. Aber das funktioniert auch alles sehr, sehr gut im Prehistoric Kingdom. Dadurch, dass man so gut mit den Büschen und so pinseln kann, kann man das echt super machen, solche Übergänge. Und ich habe auch hier wieder viel mit diesen gleichen Felsen gearbeitet, die ich ja sowieso überall schon benutzt hatte. Und dann einfach wieder viele, viele Büsche. Ich liebe dieses Buschpinseltool, das geht einfach so schnell.
das einzuzeichnen. Und hier an dieser Stelle habe ich das Ganze leider nicht aufgenommen, aber ich habe da einfach diese Ausguckhütten mit dem Strohdach rüber kopiert, auch in dieses Gehege. Die hingen dann einfach so über die Klippe rüber, einmal perfekt an der Trinkenstelle und einmal perfekt an dem Futterspender. Das heißt, man kann dann auch die Bewohner sehr gut beobachten. Und jetzt mussten wir natürlich auch wieder einige Schilder aufhängen. Jetzt könnt ihr gleich sehen, was für Dinosaurier dort in das Gehege kommen. Der Park O. Kantosaurus, ne, das P vorne kommt gleich natürlich noch weg. Der Arcocanthosaurus kommt in das Gehege. Unser erster Fleischfresser im Park. Aber ich finde, der passt sehr, sehr gut in so eine Vulkanlandschaft. Vom Stil her sind die Schilder natürlich wieder genau gleich. So wie ich sie halt schon die ganze Zeit in diesem Death Trail benutzt habe. Ich habe auch beim Gehege davor dann nochmal ein Argentinosaurus-Schild platziert. Und natürlich habe ich dann auch noch den Namen von diesem Bereich oder diesem Gehege dann hier aufgeschrieben und auf ein Schild platziert. Vulcano Valley heißt das Ganze. Oder Vulkantal. Ich muss aber sagen, dass mir die Schrift und so noch alles nicht so gefallen hat. Es war mir alles zu dunkel. Deswegen habe ich das dann hier nochmal ein bisschen heller eingefärbt. So fand ich das dann echt cooler. Dann kann man das auch viel, viel besser lesen. Das habe ich dann auch bei allen anderen Schildern angepasst. Und dann musste ich natürlich auch noch das Vulcano Valley Schild platzieren. Das habe ich dann hier einfach genommen und so ein bisschen schräg auf die Felsen gelegt. Und dann natürlich auch wieder ein paar Büsche davor. Ich habe dann auch immer aus Besucherperspektive geguckt, ob die das Schild gut lesen können. Ich habe dann hier auch nochmal die größeren Bäume entfernt, die dann ein bisschen umplatziert, damit man es halt besser lesen kann. Und wir lassen natürlich jetzt auch noch unsere zwei Akros hier frei in der Vulcano Valley. Einmal ein wunderschönes Männchen und dann auch noch mal ein andersfarbiges Weibchen. Ich denke mal, zwei Stück ist auch eine gute Anzahl. Ja, der sieht schon cool aus. Der passt hier wirklich gut rein. Wir können ja mal kurz hier in so eine Besuchersicht gehen. Das würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Das ist schon interessant mit so einem Vulkan. Man kann halt hier auch perfekt runtergucken vom Gelände aus. Wir machen jetzt auch nochmal schnell Nacht an. 0 Uhr. Dann leuchtet die Lava hier auch richtig schön. Was machen die für Sounds? Das ist ja richtig böse. Sieht schon nach Vulkan aus und Lava. Das soll es jetzt aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich blende euch jetzt noch ein paar Cinematic-Aufnahmen ein und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.